Kennst du das Problem, wenn du in deinem Rig sitzt und du hast deine Pedalen ausgerichtet und eingestellt, aber irgendwie bist du damit nie zufrieden? Dann lass mich dir in diesem Video zeigen, was meine Fehler waren und wie ich das für mich behoben habe. Let's go. Moinsen, Freunde der Sonne. Mich haben vor kurzem bei Instagram 2-3 Leute eingeschrieben und haben mich gefragt, wie ich denn meine Pedale eingestellt habe. Nicht nur im Treiber, sondern auch, ob ich irgendwas Spezielles bei der Ausrichtung bzw. den physikalischen Einstellungen gemacht habe. Und ich habe mir jetzt die letzten 2-3 Tage darüber mal ein paar Gedanken gemacht, was ich denn früher für Fehler gemacht habe, und würde euch gerne eine Liste mitgeben an Dingen, auf die ihr achten solltet, beziehungsweise was ich verändert habe, damit es für mich angenehmer ist. Und der erste Punkt ist schon mal, wenn wir jetzt unten auf die Pedale gucken, dass bei mir beispielsweise meine Füße gerade runtergehen. Also die haben jetzt nicht so einen Winkel drin, sondern die sind wirklich gerade ausgerichtet auf die Pedale. Das heißt also, meine Pedale habe ich so gemacht, dass mein rechter Fuß auf dem Gaspedal gerade runtergeht und mein linker Fuß gerade runtergeht auf die Bremse. Bei mir war es früher so, dass mein Bremsfuß schräg runtergegangen ist, also so, und ich hätte jetzt hier so runtergedrückt und mein Gasfuß hing die ganze Zeit immer so schief. Also der hatte so einen leichten Winkel drin und so habe ich an der Stelle Gas gegeben. Das ging bei mir leider damals nicht anders wegen der Plate unten, die zum Mounten da war. Denn ich hatte nicht so große Rillen, um das zu verschieben und bin wirklich jahrelang so gefahren, was bei mir dazu geführt hat, dass ich leichte Schmerzen in der Leiste gekriegt habe, dadurch, dass ich dann auch noch ein bisschen härter gebremst habe. Und das hat zu großen Schwierigkeiten geführt. Was bei mir definitiv auch eine große Rolle gespielt hat, und das müsst ihr für euch mal rausfinden, ist der Widerstand eurer Pedale. Bei mir beispielsweise ist es so, dass mein Gaspedal einen sehr, sehr hohen Widerstand hat. Also es gibt Gaspedale, wie zum Beispiel bei VRS, da ist das sehr, sehr leicht. Und du brauchst bloß so ein ganz bisschen drauf tippen und das Gaspedal löst schon aus. So wie ihr das jetzt hier gerade seht bei mir bei der Pedale. Nur, dass bei mir jetzt der Widerstand wirklich sehr groß ist, dass wenn ich durchdrücke bis zu diesem Punkt hier, also bis zum Ende, muss ich schon etwas mehr Kraft aufwenden. Was mir auch sehr geholfen hat dabei, mein Pedal etwas besser zu dosieren. Es ist am Anfang ein bisschen schwerer bzw. ermüdender für dein Bein. Für mich hat es aber sehr geholfen, besser reinzufinden in die Gas-Geb-Thematik. Denn bei mir ist es so, ich bin ein bisschen grobmotorisch. Und wenn es bei mir sehr leicht wäre, ich war immer sehr schnell schon bei 100% und konnte nicht sehr schön aus den Kurven raus beschleunigen. Auf der Bremse ist das bei mir genau dasselbe. Ich habe früher sehr, sehr hart gebremst. Mittlerweile ist es okay-ish. Es gibt immer noch Menschen, die sagen, dass das sehr hart ist, aber ich habe ein bisschen was runtergenommen. Und ich habe dort bei mir auch mit Hilfe von den Widerständen, also der Feder und den Elastomeren, das bei mir so gemacht, dass ich ein bisschen mehr Bremsweg habe als früher. Also mein Bremsweg früher war so viel, mittlerweile ist es so viel. Das hat mir auf jeden Fall geholfen bei der Dosierung, beim Anbremsen, als auch beim Trailbreak. Jetzt möchte ich euch nur eine Kleinigkeit mitgeben, was wir physisch noch einstellen können, um dir das Bremsen etwas angenehmer zu gestalten. Das hat mir über die Jahre sehr geholfen, als ich das gewechselt habe. Und zwar hast du ja die Möglichkeit, mit Federn bzw. mit Elastomeren den Härtegrad deiner Bremse zu bestimmen. Und es ist möglich, durch verschiedene Kombinationen einen gewissen Effekt zu erzeugen. Und bei mir ist dieser Effekt, dass mein Anfang, so wie ihr ihn jetzt gerade seht, sehr leicht ist. Und hinten die letzten 20%, also 10-20% sind bei mir übelst schwer. Das hat den folgenden Vorteil, wenn du jetzt beispielsweise LMDHs fährst, die ja möglich sind, hart anzubremsen, aber du möchtest halt, wenn es geht, nicht sehr lange bei 100% auf der Bremse stehen, weil sonst fängt das Auto halt an zu rutschen, weil es gibt kein ABS und das Auto gleicht es nicht aus. Und das hat mir persönlich sehr geholfen, die letzten 20% sehr, sehr hart zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücken würde, wüsste ich jetzt, dass ich bei 80% bin. Und das hat mir persönlich sehr geholfen, verschiedene Kombinationen an Federn und Elastomere auszuprobieren, um diesen Effekt herzustellen. Es gibt Menschen da draußen, die schaffen diesen Effekt mit Software, was aber so ein ganz kleines bisschen wie, naja, es ist eine kleine Mogelpackung. Es ist okay, dass man es macht, also es ist nicht erlaubt, aber du kriegst halt kein Gefühl in deinem Bein und müsstest halt für jedes Auto das dann umstellen. Wenn wir jetzt als Beispiel das nehmen würden und wir gehen in den Treiber,
Und wir schauen uns das jetzt hier kurz mal an. Und wir nehmen hier oben diesen Punkt und regeln den ab bei 80%. Das heißt, du würdest niemals über 80% bremsen, weil hier ja dann irgendwann vorbei ist. Das kannst du machen, aber dadurch lernst du halt nicht wirklich dein Gaspedal bzw. dein Bremspedal richtig zu dosieren. Das heißt, ich würde dir wirklich empfehlen, verschiedene Kombinationen an Elastomeren und Federn auszuprobieren, dass du es hinten wirklich sehr, 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 sehr hart einbauen kannst. Wenn du die Möglichkeit haben solltest, es gibt Kompressionsverstärker, so wie jetzt beispielsweise bei den Pedalen, die ich jetzt fahre. Da kommt nachher auf dem Ende nochmal so, ne, da ist ja nochmal, da kommt zu der Feder dann nochmal ein Elastomer mit dazu. Davon gibt es auch mittlerweile ein, zwei andere Hersteller, die das auch machen. Oder es gibt auch Upgrade-Kits für gewisse Pedale, dass du dir das eventuell anschaffst. Denn es ist sehr, sehr gut, das zu lernen anhand oder mit Hilfe dieses Kompressionsverstärkers. Wenn du jetzt beispielsweise Heusingwell-Pedale hast, die komplett auf Elastomere sind, auf der Bremse, kannst du dort auch verschiedene Kombinationen ausprobieren, dass es hinten richtig hart wird. Kannst den Anfang einfach gestalten und die letzten zwei, drei kannst du den Härtegrad der Elastomere etwas härter gestalten. Wenn wir jetzt nochmal in die Software reingehen, um da eine Kleinigkeit einzustellen. Und das ist so mit einer der größten Fehler, die ich gemacht habe, was Software bzw. den Computer angeht. Wenn wir uns jetzt hier mal die Software angucken und ich lege einfach mal nur kurz meinen Fuß drauf, dann seht ihr hier oben beim Raw-Input, dass nur beim Auflegen meines Fußes, ich mache wirklich nicht viel und das seht ihr auch jetzt gerade auf dem Bild, habe ich immer Inputs. Und ich bin eine ganze Weile, und da gehen schöne Grüße raus an Florian Dürkop, ich bin super, super lange mit meinen Pedalen, die ich davor hatte, mit Einstellungen gefahren, wo mein Gas und meine Bremse ständig ausgelöst waren. Ich das aber gar nicht mitgeschnitten habe, weil ich halt nicht ständig unten rechts in die Ecke geguckt habe, ob die Inputs an sind, sodass ich halt in den Kurven ständig auf dem Gas war und ständig auf der Bremse war. Das heißt, ich habe zwar eine Dead Zone eingestellt, weil die Pedale ab und zu auch so ein bisschen ein kleines Flimmern haben und dadurch auslösen, wo man dann 1-2% Dead Zone drin hat. Aber hier an der Stelle bei mir musste die Dead Zone einfach noch größer sein. Weil wenn ihr jetzt mal seht, wie viel ich die Pedale auslösen muss, bis sie angeht, bis hier oben was passiert. Das ist richtig viel. Ne? Also ihr seht das ja, wie weit mein Pedal sich bewegt, bis sie sich überhaupt mal auslöst. Und das habe ich aber getan, um Folgendes auszugleichen. Ich habe meinen Körper manchmal nicht unter Kontrolle. Und gerade beim Kurvenfahren, wir kennen es alle, wir sind super energisch, wir sind voll am Schwitzen, total angespannt und sind am Fahren. Und wir kriegen das gar nicht mit, dass wir ständig irgendwie gefühlt in der Kurve so viel auf dem Gas stehen. Und dann sitzt du in der Kurve, du schneidest deine Inputs nicht mit und du gibst halt Gas und Gas und Gas und du fährst und denkst, du bist runter von deinem Gaspedal. Dabei bist du immer noch drauf. Und ich habe mir wirklich die Mühe gemacht und bin sehr, 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 sehr lange gefahren und habe nur auf die Inputs geguckt. Gerade in den wichtigen Kurven, ne, so Haarnadeln. Silverstone ist immer eine sehr gute Strecke, um das mal auszuprobieren, weil dort sehr viele Kurven sehr eng sind, wo man sehr viel mit Gas und Bremse spielen muss. Und da wird einem das sehr schnell auffallen, sodass ich meine Dead Zone viel, viel größer gemacht habe, als sie eigentlich sind. Also meine Dead Zone ist locker über 5%, dass ich auch immer genug Spiel habe, um nicht Gas zu geben, wenn ich in der Kurve bin. Und dasselbe, wenn wir jetzt mal auf die Bremse gehen, habe ich auch. Ich lege immer ganz am Anfang meinen Fuß locker drauf. Und locker drauf heißt, du trittst schon auf die Bremse, aber du löst sie nicht aus. So, und jetzt auch hier seht ihr, bei mir dauert das ewig, bis sie angeht. Weil manchmal, und vielleicht kennst du diesen Effekt, du sitzt in deinem Rig, du bist vielleicht ein bisschen angespannt und du machst die Anspannung runter auf deinen Fuß. Und dann machst du das. Du schiebst deinen Fuß immer so ein bisschen runter auf die Bremse. Und manche Menschen haben das sehr gut unter Kontrolle und wissen, wann sie drauf sind oder legen vielleicht auch ihren Fuß von der Bremse runter, weil sie vielleicht entspannte Fahrer sind. Für mich als nicht entspannter Fahrer ist das nicht so. Ich versuche immer noch entspannter zu werden, aber bis dato hat mir das hier geholfen. Ja, meine Dead Zone auch hier bei 5, 6, 7, 8% zu lassen. Und ihr seht auch, da ist schon Bewegung in meinem Pedal drin, bis die Bremse auslöst. Und das war für mich ein ganz, 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 ganz großes Ding. Und ich würde euch wirklich empfehlen, stellt eure Dead Zone wirklich vernünftig ein, weil da bleibt so viel Geschwindigkeit auf der Strecke liegen. Und das sind so Kleinigkeiten, auf die achtet man nicht, wenn man fährt, weil du bist so im Tunnel drin,
dass du nicht ständig nach unten guckst. Ich würde es euch empfehlen, kontrolliert das. Schaut nach, geht in eure Replays rein und beobachtet das wirklich mal auf einer Strecke, wo ihr ein gutes Rennen hattet. Ob ihr, also ein gutes Rennen im Sinne von, ihr seid gut angespannt gewesen und ihr habt wirklich alles gegeben, ob das bei euch der Fall ist, dass die Pedale eventuell auslösen, obwohl sie nicht auslösen sollen. Eine Kleinigkeit möchte ich euch noch mitgeben, die was mit physischen Einstellungen zu tun hat. Für mich war es wirklich ein absoluter Gamechanger, diesen Seitenhalt hier zu haben an der Pedale. Warum? Weil es nämlich Zeiten gibt, und ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt ertappt fühlt, das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, dass man anfängt, so Gas zu geben. Dass das Bein schräg steht und man gibt so Gas und bei der Bremse steht das auch schräg und man hat die Hacken unten hier zusammen und man hat so eine V-artige Haltung. Bei mir hat das wirklich was gebracht, zu spüren, dass hier der Seitenhalt ist, weil mein Gasfuß, der geht nicht mehr schräg an das Gaspedal ran. Ich ertappe mich und ich habe das extra mal beobachtet, im Real Life, wenn ich im Auto sitze, wo ich nur mein rechtes Bein brauche, gebe ich manchmal auch so Gas. Weil es halt irgendwie ein bisschen entspannter ist, so am Gaspedal zu sein und du kannst halt einfach wie so ein V rübergehen auf die Bremse. Das habe ich hier mithin auch übernommen, bis ich mir mal diese Seitenschiene hier besorgt habe und dann hatte ich dieses Problem nicht mehr und bin nur noch geradeaus auf das Gaspedal gegangen. Wenn die Möglichkeit besteht, schafft ihr das an. Es gibt mittlerweile für sehr viele Pedalhersteller die Möglichkeit, das 3D zu drucken. Das muss man jetzt nicht unbedingt extra kaufen oder sich anfertigen lassen. Man kann sich das 3D drucken, weil das braucht jetzt nicht unbedingt sehr viel, Stabilität und 3D-Druck reicht dafür aus. Ich würde dir das auch auf der Bremse empfehlen. Wenn du jetzt nicht unbedingt wie meine Wenigkeit auch die Kupplung benutzt, weil die benutze ich ab und zu mal, wenn ich Nesca fahre, dann würde ich mir das sogar an die Bremse machen, dass deine Füße wirklich permanent gerade sind. Weil diese Haltung oder diese komische Haltung ist wirklich nicht geil für die Leiste. Also sich vernünftig auszurichten, dass die Beine gerade runtergehen und gerade auf den Pedalen drauf sind, ist wirklich sehr, sehr wichtig. Jetzt noch eine Kleinigkeit, die ich dir zum Üben mitgeben möchte. Und da möchte ich nochmal ganz schöne Grüße an Nils Klinkmüller rausgeben von Unicorns of Love, der mir damals einen sehr, sehr schönen Tipp gegeben hat, der mir sehr, sehr viel gebracht hat. Egal in welcher Sim du jetzt drinne bist, ob du iRacing fährst, ob du ACC fährst, Automobilista, LMU, das gilt für alle Simulationen. Stell dich mal in die Box, schmeiß das Auto an, guck nicht auf den Bildschirm, guck in den Himmel und drück einfach mal auf dein Pedal. Das sind 80%. Nicht ganz. Ich muss meine Bremse mal nachjustieren. Aber wenn ich jetzt hier reingehe, könnte ich sagen, okay, das sind jetzt 20%. Kommt ungefähr hin. Das sind 50%. Nicht ganz. Das sind 50%. Aber ihr versteht, was ich meine. Macht eure Inputs auf und stellt euch wirklich mal hin und drückt einfach ohne zu fahren in die Bremse. Weil das Schöne ist, dein Gehirn merkt sich das und irgendwann passiert das von alleine. Das heißt, du könntest jetzt halt, wie gesagt, dein Bein drauflegen. 80%. 20%. 50%. Und dein Bein merkt sich, wie viel Kraft es aufwenden muss, um den Effekt zu haben. Selbiges kannst du auch fürs Gaspedal machen. Das habe ich auch eine ganze Zeit lang probiert. Einfach mal langsam Gas geben. Ganz langsam. Einfach schön gemütlich das Pedal über den Socken oder den Schuh rutschen lassen und gleichmäßig, kontinuierlich Gas geben. Weil das ist sehr, sehr wichtig, denn am Anfang, wenn wir fahren, machen wir meistens das. Wir sind rum auf dem Apex, bam, und rauf, bam, bam, und los geht's. Das führt meistens dazu, wenn du sportlichere Setups fährst und du kommst aus einer engen Kurve raus, dann weißt du nämlich erstmal, wie sich das anfühlt, dass dein Heck dich überholt. Das heißt, ich würde dir auch empfehlen, in der Boxengasse einfach mal ganz gemütlich Gas zu geben. Schön entspannen. Das wirklich, alle einfach mal den Körper sacken lassen, in den Sitz fallen und ganz entspannt Gas geben. Und so würde ich dir empfehlen, regelmäßig, und ich meine wirklich regelmäßig, Trockenübungen zu machen, wie sich das anfühlt auf der Bremse und auf dem Gaspedal. Und wenn du das alles gemacht hast, lässt du mich mal in den Kommentaren wissen, ob dir das in irgendeiner Form geholfen hat, A, deine Pedale richtig einzustellen und B, auf der Bremse bzw. auf dem Gaspedal ein bisschen besser geworden zu sein. Oder du bist schon ein Simracer, der sehr, sehr lange fährt, und kannst uns vielleicht noch ein paar Erfahrungen teilen, die für dich
das Ganze verändert haben. Ob du vielleicht noch was Bestimmtes eingestellt hast oder ob du auch noch ein paar andere Übungen machst oder ob du sogar deine Pedale noch ein bisschen anders eingestellt hast. Weil dann können wir hier unten mal wieder so einen richtig schönen Pool an Wissen anschaffen, wo Leute sich durchlesen können und vielleicht noch etwas finden, was ihnen auch hilft. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das Video noch bewertest mit einem Daumen hoch oder runter. Beides ist für mich absolut fein, denn es ist Feedback. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Lass es dir gut gehen. Ciao, Kakao.